Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen die erste Halloween-Woche. Halloween ist diese Woche noch nicht, aber danach die Woche werde ich ein anderes Printable benutzen, was ich unbedingt benutzen will. Und das wollte ich auch unbedingt nutzen und wollte mich schon mal so ein bisschen einstimmen. Und deswegen habe ich das jetzt genommen. Und zwar, ich habe die Sachen schon ausgedruckt, deswegen sieht man es nicht so gut. Das ist ein Mini Happy Planner Printable von, ich glaube, CBD Planner Prints heißt es. Das heißt, glaube ich, Halloween, Halloween Hoots oder Owls oder sowas. Ich finde die total süß. Ich wollte sie unbedingt haben. Ich mag auch die Farben. Das habe ich jetzt alles ausgedruckt und ausgeschnitten. Und dazu wollte ich dann noch ein paar Sachen von Sweet Kawaii Design benutzen. Wenn man hier nur Colorboxen und so kleine Appointment-Labels hat. Ich habe gedacht, die Halloween-Goals, die ich schon für meinen Monatsübersicht benutzt habe, könnte man da noch gut mit reinmachen. Außerdem habe ich das Ultimate Fall Kit von meiner letzten Mystery Kit Subscription noch rausgesucht, weil wir hier Habit Tracker haben und Weekend Banner und Work It, diese ich will endlich wieder mit Sport anfangen oder ich muss wieder mit Sport anfangen. Ja, dann hier halt noch so ein paar Header, noch so kleine Icons, noch mehr Header, Important und sowas. Und die Ultimate Fall Bucket List, da werde ich diesen Spooky Movie Marathon Sticker benutzen. Genau, und das habe ich mir jetzt rausgesucht. Eventuell werde ich noch bei meinen Checklisten und bei meinen Fernsehern gucken. Aber das ist jetzt erstmal grob das, was ich nutzen will. Das ist diese Woche. Also die aktuelle Woche. Ich habe es nicht geschafft, mein letztes YouTube-Video hochzuladen. Ich denke, das werde ich dann heute noch machen. Das ist jetzt Samstagmorgen. Ich will wahrscheinlich auch abhaken. Ich nehme gerade eine Maschine. Reingesetzt. Genau. Die Woche gefällt mir immer noch super gut, einfach von den Farben her. Ich finde die total schön. Ja, und dann haben wir hier nächste Woche erstmal eine anstrengende Arbeitswoche, aber vor allen Dingen markiert das die Woche vor meinem langen, langen Wochenende. Dadurch, dass der 31. dieses Jahr auch ein Feiertag ist, habe ich mir den Montag freigenommen und habe dann von Samstag bis Mittwoch frei. Finde ich sehr gut. Das motiviert mich tatsächlich, nächste Woche auch noch dran zu bleiben. Eventuell werde ich noch Washi benutzen. Ich überlege jetzt gerade, welches ich denn da nehme. Ich muss gerade mal kurz schauen. Dass ich ja Washi nutzen könnte, fiel mir jetzt gerade erst ein. Vielleicht das Grüne? Das finde ich passt nicht so. Das Grüne finde ich toll. Aber eigentlich passt das ja mit den Farben hiervon überhaupt nicht, ne? Aber ich glaube, das ist mir jetzt gerade scheißegal. Ups! So, jetzt versuche ich das hier mal abzukriegen. Ich bin übrigens sehr intelligent. Die Pinzette, die ich mir gestern bei Rossmann gekauft habe, damit ich nicht immer bei den selbstgedruckten Sachen und bei den Date-Covern hier so rumhudern muss, die ist jetzt natürlich im Rucksack. Das ist gut. Werde ich dann gleich eventuell mal holen. Weil das macht es dann einfacher, die Sticker vom Trägerpapier abzulösen. Vielleicht für die Leute, die es nicht so, die mit Printables noch nicht so bewandert sind. Also ich benutze ja nicht immer Printables, aber so ab und zu, finde ich, haben die echt schöne Sachen. Und das sind halt dann Free Printables meistens, in dem Fall zum Beispiel. Und hätte ich das vielleicht andersrum kleben sollen? Ist ja mir egal, ne? Und ich drucke das immer auf komplettes Stickerpapier aus. Also auf DIN A4-Papier, nicht mit irgendwelchen Etiketten drauf oder so, sondern wirklich komplettes Stickerpapier. Weil sonst kann es halt sein, dass ihr euch die Sticker ruiniert, weil dann da zwischendurch das Etikett aufhört. Das ist ja irgendwie nicht so gut. Und dann schneide ich die meistens aus. Also viele haben ja diesen, oder einige haben ja dieses Silhouette Portrait, heißt der, glaube ich, diesen Cutter. Ich habe mich da auch zum
auch mal zu informiert, sag ich mal, weil ich halt auch einfach ganz gerne, um Versandkosten und sowas und Shipping Times zu sparen, die Printables nutzen, die es bei Etsy und so gibt. Da muss man dann zwar für zahlen, aber man hat halt wirklich dann auch einfach die Datei da und kann sich die Sachen immer wieder nachdrucken. Aber das gestaltet sich ein wenig schwierig, wie ich finde, weil so ein Silhouette Portrait, glaube ich, 200-300 Euro kostet und das ist mir, glaube ich, einfach zu viel. Dafür, dass ich ab und zu mal ein Printable nutze. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich diese kleinen nehmen soll. Die finde ich zwar sehr schön, das Problem ist einfach nur, ich fürchte, das wird mir nicht groß genug sein, sodass ich darauf schreiben kann. Andererseits will ich die aus dem Ultimate Fall Kit nicht benutzen, weil die, ja, was soll ich das sagen? Wortfindungsstörungen. Weil die noch so kleine Figürchen drauf haben, die meiner Meinung nach da nicht so zu passen. Habe ich keine... Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Blossom-Boxen mehr. Ich glaube, ich nehme dann die Blossom-Boxen, also rot, orange, leichteres orange und gelb. Das werde ich jetzt mal machen. Die anderen sind mir halt einfach irgendwie zu klein. Da muss ich, glaube ich, beim... Ups, Entschuldigung. Upsi. Da muss ich, glaube ich, beim nächsten Mal, wenn ich bestelle, was hoffentlich erst wieder beim Black Friday sein wird. Ich versuche mich ja zusammenzureißen, nicht mehr bei Sweet Kawaii Design zu bestellen bis zum Black Friday. Dann muss ich neue Blossom Translucent Boxen dazu bestellen. Mache ich jetzt für Montag. Das Ding ist, ich habe Montag eigentlich, naja, keinen Termin, aber ich habe mich mit einer Freundin verabredet. Aber ich habe gesagt, wenn es mir nicht passt, dann mache ich es nicht. Aber ich glaube, ich werde das tun. Das ist nämlich ganz gut. Ich glaube, das mache ich dann mal. Das überlege ich nur, ob ich dann da eine Box hin machen soll oder nicht. Könnten wir auch noch Nagellackfläschchen hinkleben. Sofern ich die finde. Ich weiß, dass ich sie irgendwo habe. Da. Nehmen wir den da mal für eins. Ich glaube, da nehme ich ein rotes Nagellackfläschchen. Es gibt nämlich Mittwoch endlich wieder neue Nägel. So. Ja, da werde ich dann hier ein rotes benutzen. Ja. Muss mal eben schauen, ob ich noch im Bild bin. Yep, ich bin noch im Bild. So. Donnerstag habe ich Gott sei Dank mal nichts vor, Freitag auch nicht. Samstag kommen meine Mädels. Weil eine von uns tatsächlich noch nie Hocus Pocus gesehen hat. Und das ist ja so eine Sache, die geht ja gar nicht. Also müssen wir Hocus Pocus gucken. Ist ja nicht so, als ob ich den diesen Monat schon zweimal gesehen habe, aber Hocus Pocus kann man ja immer gucken, ne? Und da kommt nämlich jetzt der Spooky Movie Marathon Kleber drunter.
weil wir eventuell noch Nightmare Before Christmas gucken wollen. Schauen wir mal, was wir so schaffen. Genau. So. Da hat mein Papi Geburtstag. Da werde ich dann auch hingehen. Achso, dann wird die Uhr umgestellt. Wobei ich noch nicht weiß, ob ich mir das markiere. Ich glaube, das kann ich mir so merken. Ja, jetzt muss ich mir überlegen. Nehmen wir da einen Aufkleber oder schreiben wir nur Geburtstag hin? Ich kann mich nicht entscheiden. Das merkt man, glaube ich, kaum. Papa Geburtstag und eigentlich will ich da noch was drunter kleben. Ich weiß noch nicht was. Ich habe ja noch mein Erin Condren Stickerbook. Das habe ich ja, glaube ich, bisher noch nicht ein einziges Mal benutzt. Ich weiß auch gar nicht warum. Ja, hier steht Happy Birthday, aber ich glaube, das ist mir in dem Gold nicht passend genug. Und das Ding ist, wenn ich das Celebrate jetzt da reinklebe, irgendwie passt das nicht. Nö. Was sagt denn mein Happy Planner Buch? Hier war doch auch irgendwo da. Da können wir das. Ich mach da jetzt so dieses Celebrate hin. Das ist ein Clear Sticker und der ist schwarz. So dass das dann auch schön passt. So. Genau. Das hätten wir jetzt schon mal. So, jetzt haben wir alle Termine eingetragen. Jetzt werde ich, glaube ich, erstmal die. Wobei. Nehme ich die schon dahin? Nee, ich glaube nicht. Ich muss das erstmal anders machen. Na, ich habe Platzprobleme. Furchtbar. Ich brauche ja noch meine To-Do-Listen und ich brauche meinen Weekend-Banner noch. Was nehmen wir denn? Ich glaube, ich möchte den roten. Den finde ich am schönsten. Hallo Weekend. So. Dann überlege ich, ob ich meine To-Do-Listen diesmal direkt an die Boxen packe. Andererseits muss ich ja auch noch meine wie heißt das? Ich sage ja Wortfindungsstörungen. Andererseits muss ich auch noch meine Fernseher, also meine Serien markieren. Irgendwie habe ich diese Woche Platzprobleme, habe ich so das Gefühl. Aber ohne To-Do-Listen geht's halt nicht. Huch, bin direkt zwei auf einmal abgezogen. Auch schön.
nehme hier jetzt dann einfach das grüne Klebchen und fange dann hier wieder mit Rot an. Da mache ich dann hier jetzt einfach das To-Do hin. To-Do. Nochmal To-Do. So. Jetzt überlege ich gerade wegen den Checklists, wie ich das jetzt mache. Ob ich die Stempel. Ach nee, Moment. Ich habe ja hier in meinem schlauen Büchlein auch noch Checklists. Die kleben wir dann jetzt einfach mal da drunter, würde ich sagen. Aber so wirklich passend tun die ja nicht, ne? So von den Farben her. Eventuell werde ich ein bisschen wahnsinnig. Egal. Oder ich klebe das dann halt so. Dann ist es egal, ob das rote bzw. das orange passt, weil man ja immer. Ich glaube, so mache ich das. Das ist besser so. Warum ich das da hingeklebt habe, weiß ich jetzt auch nicht so ganz. Naja. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Muss ich gucken, ob ich noch so eine dunkelgrüne Checkliste habe. Nicht so wirklich. Was hier so komisch quietscht zwischendurch, ist übrigens mein Stuhl. So. Brauchen wir noch eine gelbe To-Do-Liste? Und für da oben brauchen wir jetzt auch noch eine. Ich bin ja auch doof, ne? Ich hätte die gelbe da oben hinkleben können und die rote nach unten. Dann ändern wir das mal schnell wieder. Damit wir das abkriegen, ohne die Seite zu zerknittern. So. Okay, dann haben wir das jetzt schon mal. Dann schreibe ich schon mal den ein oder anderen To-Do-Punkt, der mir so einfällt. Auf die Liste. So. Meine To-Do-Listen sind nie komplett voll irgendwie, aber ich habe halt festgestellt, wenn ich meine To-Do-Listen nicht habe, dann habe ich Probleme damit, mir Sachen aufzuschreiben, weil dann denke ich, ich habe ja keinen Platz dafür. Das ist irgendwie total bekloppt, aber naja, so ist es. Ich hätte ja vielleicht mal ein bisschen kleiner schreiben können, ne? Ja, irgendwie ist die Woche ein bisschen doof. So von der Deko her. So, jetzt gucke ich mal, wo ich hier die
Fauxboxen unterbringe. Also ein bisschen Deko will ich ja schon haben. Jetzt muss ich mal schauen. Ich lege die jetzt erstmal so ein bisschen hin. Naja, die ist zum Beispiel schon breiter. Da passt ja nichts mehr hin. Das heißt, das passt nur noch hier hin. Die Eule könnte man vielleicht da unten hinkleben. Hier unten die Sidebar. Ich hoffe, das ist im Bild. Muss ich gleich noch anders dekorieren, dementsprechend. Ich weiß das gerade nicht. Aber ich finde, wenn ich jetzt hier noch was hinmache, ist es schon wieder zu voll. Irgendwie. Ich glaube, ich werde das so lassen. Und die so aufkleben. Jetzt muss ich nur gucken und hoffen, dass ich das vom Trägerpapier abkriege. Na. Das ist dann der Nachteil von Gelnägeln. So, Nummer 1 hätten wir schon mal. Ich finde das ja irgendwie ganz süß mit den Farben. Ich meine, es ist ja noch nicht fertig. Ich werde noch so ein paar Kleinigkeiten irgendwo hinkleben, aber prinzipiell finde ich das ganz niedlich. Ja, so ist das. Ich krieg das Stickerpapier nicht ab. Das ist das Einzige, was mir an den Printables nervt. Dass man das dann irgendwie nicht abgefummelt kriegt. Ich versuche das dann immer mit einer Schere und dann da so unter die Ecke zu gehen. Das funktioniert nämlich meistens ganz gut. Sonst sitze ich hier nämlich übermorgen noch. Ich hoffe ja, dass das hier die letzte Woche in meinem Erin Condren ist und ich nächste Woche mein Cover irgendwann erhalte. Das ist letzte Woche losgeschickt worden, glaube ich. Das heißt, ich könnte Glück haben und es könnte nächste Woche da sein. Andererseits hatte ich ja auch noch Cover für den Mini Happy Planner bestellt. Ich glaube, das habe ich in meinem letzten Video erwähnt. Ihr kriegt auf jeden Fall ein Setup-Video und auch ein Erklärungsvideo, warum ich den Erin Condren nicht mehr nutzen will und so. Und die Cover sind jetzt auch schon unterwegs seit, lass mich nicht lügen, ich glaube seit 2 Wochen. Ja, heute tatsächlich 2 Wochen. Und die sind auch immer noch nicht da. Also von daher schauen wir mal. Weil ich will halt meinen Happy Planner nicht benutzen, wenn ich das Cover noch nicht habe, weil ich das dann, wenn ich das in die Handtasche bzw. in den Rucksack schmeiße, habe ich ein bisschen Angst, dass ich da was kaputt mache. Und das wäre natürlich doof. Das will ja keiner. So, letzte Fullbox. Ich habe das Gefühl, das Video wird mega lang und ich habe einfach nichts gesagt. Also die Printables für Mini Happy Planner passen gut. Da fehlen so ein paar Millimeterchen, aber ich finde das jetzt nicht tragisch. So, das finde ich prinzipiell süß. Jetzt muss ich nur überlegen. Ich muss ja aufschreiben, wann meine Serien nächste Woche so kommen. Nicht, dass ich immer noch hinterherhinken würde, aber macht ja nichts. So. Jetzt muss ich mal auf den Kalender gucken. So. Donnerstag, Nacht kommt Riverdale. Ich werde jetzt, glaube ich, einfach
wieder diese alten Sweet Kawaii Design Fernseher hinkleben. Weil die passen von den Farben her ganz gut. Und irgendwann muss ich die ja auch mal aufnutzen. So, Riverdale. Dann Freitag, Gotham und How to Get Away with Murder. Das wird lustig, weil ich weiß gerade nicht, wie ich das da reinkriegen soll. Ja. Ich hätte den Einkaufswagen noch nicht hinkleben sollen. Klebt den Fernseher mal hier so hin. Und schreibt dann How to Get Away with Murder. Und Gotham. Ich muss dieses Wochenende definitiv Gotham weitergucken. Das ist sehr wichtig. So, und an dem Samstag gibt es noch Once Upon a Time und Jane the Virgin. Das mache ich mal hier so hin. Wie gesagt, vielleicht kann ich ja an dem Samstag ein bisschen kleiner schreiben. Das wäre ja schön. So. Jetzt haben wir das. Jetzt wollte ich hier unten noch meine Zeitbar machen. Ich habe mir für nächste Woche einen Mealplan geschrieben, den ich eigentlich auch einhalten möchte. Und möchte den jetzt eigentlich irgendwie da unten hinschreiben. Ich weiß nur gerade noch nicht genau wie. Ich habe hier so on the menu Sticker. Das Problem ist, die sind so klein. Ich brauche das da nicht reinschreiben, ich hätte es eh nicht lesen können. Und das ist ein bisschen doof. Überlege ich gerade, ob ich hier vielleicht Montag, Dienstag, Mittwoch und so hinschreiben soll. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, ich werde jetzt mal eben das Notes hier ausweißeln und dann nehme ich einen Header, wobei ich eigentlich auch zwei Header nehmen könnte, finde ich. Ich nehme einfach zwei Header, wir haben ja genug. Und dann schreibe ich hier mal Meal Plan drüber. So. Montag, Dienstag, Mittwoch, da ist mir dann der Happy Planner auch lieber, da hat man ja wirklich eine Sidebar und kann es halt wenigstens runterschreiben, das finde ich ganz gut. So, ja, das Ding ist, für Mittwoch und Donnerstag habe ich mir noch nichts überlegt. Ich war ganz intelligent. Das kommt dann den Rest der Woche. So, da werde ich dann ein klein bisschen Platz lassen auf jeden Fall. Dann kann ich hier ja noch was hinschreiben. Das Ganze an den Rand. So, da will ich eigentlich nur markieren, wenn ich einmal meinen Sport gemacht habe. Ich will versuchen, wenigstens einmal in der Woche Sport zu machen, wann auch immer das ist.
Donnerstag wird sich eventuell anbieten. Schauen wir mal. Und dann werde ich noch einen zweiten Helle-Tracker darunter kleben. Ich will jeden Abend meine Entspannungsübungen machen wegen meiner Migräne. Aber irgendwie muss ich das, glaube ich, tracken, sonst mache ich es einfach nicht. So. Damit hätten wir das ja jetzt schon mal erledigt. Jetzt werde ich, glaube ich, nur hier von diesen Halloween Ghouls noch so ein paar kleine hier überall hinkleben. Weil wir da ja noch welche übrig haben. Und dann sind wir auch schon fertig, denke ich. Aber ich habe ja eh keinen Platz mehr, irgendwas zu machen. Von dem her würde ich sagen, ja, wir sind fertig. Ich bin noch so einen kleinen Geist. Und dann noch eine Fledermaus. Die können wir dann mal hier unten haben. So. Damit sind wir dann jetzt auch fertig. Ich finde die Woche, muss mal eben gucken, ob ich im Bild bin. Ja, bin ich. Sehr schön. Ich finde die Woche irgendwie ganz witzig, weil die so bunt ist, aber trotzdem so ein bisschen Halloween angehaucht und so. Ich finde das ganz schön. Ich freue mich, wenn ich meinen Happy Planner habe, weil ich mag echt nicht mehr in dem hier planen. Da habe ich keine Lust dazu. Ja. Mich stört halt jetzt nämlich wieder dieses Türkis, weil das so überhaupt gar nicht in diese Woche passt. Aber naja, so ist es. Ja, schreibt mir doch mal, was ihr davon haltet, ob ihr auch Printables benutzt oder ob ihr wirklich immer nur selbst gekaufte Sticker benutzt. Und wenn ihr Printables benutzt, ob ihr eine Silhouette habt oder nicht, das würde mich mal interessieren. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Hoffentlich dann im Happy Planner. Bis dahin. Tschüss.